verzerrt Hautreizung, verursacht schwere Augenschäden, kann die Atemwege reizen, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BG, bitte aufpassen. BG, bitte aufpassen, Schüttel. Oh, ich telefoniere kurz. Spachteln wir oder schmieren wir? Spachteln, oder? 4 Liter für Spachtel. 4 Liter, 15 Kilo. Haben wir Maßheimer zu messen? Das Auge ist mit. Ja, klar, denke ich. 4 Liter. Das Auge darf nicht mitessen, es hat eine Reizung. Stimmt, oder brauchst du einen Löffel? Ne, das ist wie hier so eine Kaffeebeutel. Du musst da auch mal ein bisschen runterschütteln, das Pulver. Das nö, ich mach immer. Und dann schneide ich das auf und dann machst du das mal beim Kaffee. Oh. Das muss ich aber auch sagen. Frisches Kaffeepulver riecht geil. Alter, ist das geil. Das aber so schmecken tut's nicht. Es schmeckt Kaffee. Mach also das hier auch? Guck mich nicht so an. Ich weiß es nicht. Ich hab selber noch. Nee. Du hast es noch viel zu groß gemacht. Ja. Im Ganzen auch. Wenn wir nicht deinen Ganzen machen, oder? 2,5. Ja, gut, warte. Bitteschön. Ich weiß auch nicht, wie schnell du bist. Wieso ich? Ich fahr gleich wieder. Du musst jetzt zum Messerschläger fahren. Ach, darfst du die ganze Scheiße hier alleine machen, oder was? Ich komm ja wieder. Ah, oh, wann denn? Du kannst das schon mal vorschmieren hier. Wann denn? Ja, schon mal heute. Ah. Erstmal herzlich willkommen bei Humble Solution. Wir haben ja nur mit Mist angefangen, also machen wir mal ordentlich weiter. Wir wollen euch heute zeigen, obwohl wir keine Ahnung haben und hier nicht hergehören eigentlich für diese Arbeit, wollen wir das Armieren zeigen von Ytong. Als Vorbereitung zuerst machen wir quasi eine Abdichtung ringsherum. Wir machen jetzt 30 cm S7 von Artex, S7 Plus von Artex, weil Sekural 1K hatten sie nicht mehr. Das ist eine flexible Dichtungsschlemme und kostet Schweinegeld, ich weiß gar nicht, um 80, 90 Euro oder so liegt der. Über fertigkante Gelände. Ja, quasi von hier, wir gehen jetzt bis hier hin. Das sind ungefähr 30 cm. Ja, bitteschön. Ne? So, damit wir eine schöne Linie haben, machen wir 40, gehen auf die hier, die Kante. Und einmal alles ringsherum zu, machen wir hier genauso. Mal eine Höhe, dann haben wir das schon abgedichtet. Später kommt dann hier noch ordentlicher Dichtband, wenn der Putz und überall dran ist. Hier kommt noch ein Terrassenbelag drauf. Aber heute geht es erstmal ums Armieren. Gewebe-Eckwinkel haben wir da, Gewebe haben wir da, Gewebe-Kleber haben wir da. Der Tobi ist schon mal so lieb und klebt die Holzbalken ab. So, wir wollen jetzt einen Dreck reinnehmen. Also, machen wir erstmal hier die Kante ein bisschen sauber. Zack. Ziehen uns hier einfach was auf die Kelle. Ist jetzt wie schön. Sieht das eigentlich aus? Grau. Gut, danke. Gerne. Wir ziehen das mal hier drauf. Sieht sehr geschmeidig aus. Das ist auch. Das ist ja relativ Kunststoff drin, oder? Ja. Oh, Kunststoff runterhängen. Das stimmt schon. Einmal ringsrum. Eigentlich wollte ich die Uhr ablegen. Ich hoffe mal, das klippt. Dass das dann fest ist. Ich weiß, normalerweise musst du zwei Schichten machen, aber wir machen es relativ dicker. Kommt eh nochmal. Eben schon ringsrum. Das dran und das dran. Ja. Schön dicht. So ganz kurz unter dem Rand stehen bleiben, bitte. Ganz kurz, so. Ja. Halben, so. Ja. Ja, das ist auch nicht ganz kurz. Ja, doch, das passt schon. Gut, reicht. Reicht. Das ist nämlich unser Maßeimer. Ja, das sind so 6,5 so. Dann nehmen wir mal einen Sack. So, 6 Liter Wasser und jetzt kippen wir hier mal den Dreck rein.
So, wie hast du geplant? Ne, innen anfangen, oder? Ne, ich hätte außen angefangen. Da brauchst du mich auch nicht fragen. Gnädiger, will drin anfangen. Fangen wir drin an. So, grundiert hat Tobi vorhin, wo wir nicht da waren. Mit? Tiefengrund. Stinkt nochmal in Tiefengrund. Zack. Wir nehmen Masse und würden einfach anfangen mit aufziehen. Ne? So, jetzt ist ganz wichtig, aber das will ich auch tun. Von innen nach außen kletten. Hier ist irgendwas drunter, was nicht drunter sein sollte. Hast du die Wände nicht vorbereitet, Tobi? Ich habe überall im Schirm abgeschnitten. Du bist überall mal so lang gegangen. Ich bin mit dem Hammer durchgegangen, weil es teilweise richtig war. Ja, besser. Sehr gut. Danke, Tobi. Bist die Beste. Jetzt wollen wir erstmal alles andrücken. Dann nimmt Tobi nochmal ein bisschen Masse. Und zieht nochmal drüber. Hat den noch sauber gemacht? Hört man das? Kann ich mal sein. Und diese Werkzeugordnung. Hässlich. So! Guck mal, ich hab da was vorbereitet. Also der Tobi hat vorbereitet. Hast toll gemacht, Daniel, Tobi. Wir haben jetzt hier die Ecken drauf. Die spachteln wir zuerst rein und dann spachteln wir draußen wieder einmal Gewebe drüber, schneiden das hier ab. Fertig. Gewebeecken rein. Wir spachteln die erst komplett rein. Und das hier überziehen wir nicht gleich nochmal, weil wir dann von der anderen Seite das noch reinspachteln und dann überziehen wir komplett. Wir gaschen erstmal alles ein und dann kommt sowieso noch mal ein Putz drüber. Weil das kannst du ja so nicht lassen, ist ja so nicht fertig. So? Hallo? Hä? So? Weiß ich nicht. Nee, passt nicht. Zu wenig Überlappung? Nee, theoretisch. Okay. Ist es dann so, warte. Und dann eigentlich so, warte. Nee, warte, guck, könnte. Ja, guck, passt. Ja, passt. Passt. Genau, so muss ich. Ist nämlich so Überlappungsgedöns dran. Was ist da hier? Überlappungslappung. Überlappungslappung ist da dran. Let's go! So, unten. Dann müssen wir mit der anderen auf. So, wir nehmen die lange Seite nach innen. Weil das so schön passt wegen der Überlappung dann draußen. Genau, ziehen wir jetzt in die Richtung hier alles schön fest. Zack. Ziehen es ruhig knirsch ab. Aber die andere gerne noch drüber machen. So. Arbeiten das hier gleich noch mit ein. Das halt, wo Tobi oberhalb macht, ziehe ich hier schon mal weiter auf, damit wir dann die Rolle gleich mit dran schmeißen können. Zack. Oh, ich lasse das, wenn Leute den Schwamm nicht ausregen können. Ich habe extra nass gemacht, damit du es besser abkriegst von deiner Pfote. Ja, kannst du sehen. Die Rolle. Wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja. Ah. Kannst erzählen, was du willst, ich hab's Mikrofon dran. Hört eh keiner. Ah! Nicht erwischt. Ist ein Glück. Ich würde sagen, sehr geehrter Herr Lehmann, ich degradiere Sie jetzt zum Chef dieser Baustelle. Ich werde mich damit verabschieden. Auf Wiedersehen. So Leute, Tobi macht den Rest weiter. Ich gehe jetzt. Mach's gut, mein Herz. Bis morgen. Tschüss. Viel Spaß am Wasser. Immer lässt er mich alleine. Nee, ich geh zum Geburtstag. So, wir legen. Also innen haben wir ja gestern gemacht. So, und jetzt machen wir es außen. Und dann legen wir auch wieder die lange nach innen rein. Weil da müssen wir innen
nicht nochmal einen Streifen Gage reinmachen, weil das überlappt mit dem. Na? Dann ist es ja auch so, laut meinem Verständnis als Klempner, dass man auf die Ecken hier noch so ein Kreuzchen macht. Da kommt aber einer durchgelatschte Treppe hoch. brauchen wir in dem Falle nicht, weil hier kommen ja noch Klinker dran. Wir putzen das ja bloß glatt, schön, machen die Armierung drauf und dann kommen hier diese kleinen Klinkerriemchen wieder dran an der Wand. Der macht schon nur Scheiße. Ja, genau, so ist der Plan. Deswegen hier so machen wir die Kanten noch dran, alles rum und dann ziehen wir noch den Rest Gage drauf, die wir schön vorbereitet haben. Aber bevor, erst noch mal nass machen, weil sonst zieht immer der Kleber zu schnell an. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Okay. Ich muss mich so zusammenreißen. Beim ersten Treppe hoch war schon gut, aber dann der Fahrstuhl hat mir den Rest gegeben. Ja, vor allen Dingen, das Geilste ist ja, du musst ja beim Fahrstuhl, wenn du da bist, du, dieses Nachschwingen musst du ja mitmachen, weil du hältst ja an, hast du so einen ganz einfachen Fahrstuhl. Hab ich noch gar nicht, gesehen, wie du hier auf dem. Achso, ich hab's so gemacht. Wie sieht denn mein Messer aus? Gesundheit! Wir haben ja die Dichtstämme gemacht. Und die Dichtstämme ist ja die hier. Sehr flexibel, das heißt, die kann sich eigentlich so ein bisschen bewegen. Klar ist jetzt sehr dick. Ne? Aber hier. So, hier ist er relativ fest. Wenn ich die jetzt so biege, ja, ist es sehr fest. Das ist ordentlich angerührt. Das ist jetzt ein fetter Klumpen, der ist jetzt so schön warm, weil er in der Sonne lag. So dick macht man es ja nicht. Aber das ist halt die Konsistenz. Und dann haben wir extra mal ein Stückchen zu viel Wasser drin gemacht. Das ist die Konsistenz. Das ist wirklich so viel porös. Das ist, wenn du es zu dünn machst. Das nehmen wir jetzt hier mal einen kleinen. Wir nehmen den hier. Versuch den mal so zu zerreiben. Also du merkst, ich forme den eher, weil er noch warm und relativ frisch ist. Und das hier ist zu dünn gewesen. Ja. Also beim Anmachwasser ist immer wichtig, die richtige Pulverwassermenge zu nehmen. Also gerade bei Abdichtungsschlemmen sollte man sich sehr genau an die Vorgaben vom Hersteller halten. Oder ein sehr gutes Gefühl haben, so wie Tobi macht jetzt den Rest fertig. Also Daniel fährt jetzt nochmal zum Renny. Hey, das ist Leben. Was hast denn du da? Ein Grashüpfer. eine Hexe. Ja, wie gesagt, Tobi macht das jetzt fertig. Ich sag schon mal Tschüss hier im Video. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Es geht ja noch ein kleines bisschen. Und Abmoderation macht dann Tobi. Der kann das. Ja. Ich muss mir jetzt mal ein BH besorgen. Verdammt. Ja, wir sind fertig. Armierung ist überall dran. Jetzt lassen wir den Spaß schön trocknen. Und dann schauen wir mal, was der René noch weiterhin möchte. Ich mache jetzt noch ein bisschen sauber. Lass auch die Kanten hier schön abtrocknen, dass ich dann den überstehenden Putz noch abmachen kann. So, dann müssen wir noch das Klebeband wieder abziehen. Das Holz schön geschützt haben. Ja, eine schöne gerade Kante haben. Auf dem Tisch. So, somit war es das erste Mal. Und wir sagen Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Schöne Woche, schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald.